Titivu, die kleine Insel in der Mitte der Welt, direkt unter dem Äquator, auf der Professor Tibatong mit seinen sprechenden Tieren lebte, lag friedlich im Licht des Mondes. Plötzlich, so um Mitternacht, flog ein metallig glitzernder Flugkörper aus dem All auf Titivu zu und landete ungefähr an der gleichen Stelle, wo der Eisberg mit dem Urmelei einst angeschwemmt worden war. Ein kleines Männchen mit einem zarten Körperbau und einem riesengroßen Kopf stieg aus dem funkelnden Flugapparat. Es stellte ein Metallkästchen auf der Insel ab und daneben steckte es ein Fähnchen mit der Aufschrift für Herrn Professor Habakuk Tibatong in den Strandsand. Das Männchen stieg wieder in den Flugkörper und startete. Ein Feuerstrahl zischte auf und das seltsame Objekt hob sich in den nächtlichen Himmel. Am Morgen des folgenden Tages durchstreifte Tim Tintenklecks die Insel und entdeckte dabei große Brandspuren im Sand. Sofort eilte er ins Blockhaus zurück und holte Professor Tibatong. Die Nachricht von Tim Tintenklecks Entdeckung verbreitete sich schnell. Ping-Pinguin, Wawa der Waran, Schusch der Schuhschnabel, Wutz die Schweinedame, das Urmel und auch der Seeelefant Seelefant, alle hatten sich am Strand versammelt und sprachen und schnatterten. Brandspuren im Sand. Drei große Brandspuren im Sand. Was das wohl zu bedeuten hat? Ja, was hat das denn wohl zu bedeuten? Ich weiß nicht. Was soll das bedeuten? Bitte, Seelefant, lass jetzt doch das singen. Warum? Das Lied passt doch genau. Ja, ja, es passt schon. Aber schon, ja. Aber du, wenn du singst, dann kann ich schlecht nachdenken. Ich habe die halbe Nacht bereits nachgedacht. Hört, Seelefant hat nachgedacht. Worüber denn, Seelefant? Über eine Himmelserscheinung. Über eine Himmelserscheinung? Der ganze Himmel war heute Nacht taghell erleuchtet. Der ganze Himmel erleuchtet. Sag mal, von was sprichst du eigentlich, Seelefant? Von heute Nacht, Professor, als der Komet vom Himmel fiel. Schnell, schnell, faut mal alle hierher. Was geht hier? Das sind schöne Kästchen hier auf dem Fein. Ja, und hier steckt ein Fähnchen im Sand. Da fehlt doch was drauf. Für Herrn Professor Habakuk Tibatong. Ja, das Kästchen ist Präzisionsarbeit. Das ist aber ein schweres Wort. Präzisionsarbeit? Was ist das? Naja, das heißt, mit äußerster Genauigkeit hergestellt. Oh. Einfach perfekt. Oh. Achtung, Achtung, Arutuf an alle. Achtung, Achtung. Ui, das Kästchen hat gesprochen. Jetzt wird es interessant. Werf das Ding doch lieber gleich ins Meer. Da ist sicher ein Geist drin. Du liest zu viele Märchen, Wutz. Das ist ein Funksprechgerät. Was? Achtung, ich setze zur Landung an. Bitte keine Angst. Zurücktreten, ich lande. Macht den Platz frei! Geht in Deckung! Nee, bringt euch in Sicherheit! Weg! Das ist die Himmelserscheinung! Wie das glitzert! Schöner als eine Mupfel! Das ist keine Himmelserscheinung, sondern ein Raumschiff! Das Raumschiff hat auch einen Namen! Terra 1, Aret 1. Jo. Nun ja, Terra... Das ist das lateinische Wort für Erde. Aber Aret nie gehört. Bestimmt kommt das Raumschiff wegen mir. Das kann leicht sein, Urmel. Ich finde, es wird das Beste sein, dich erst einmal in Sicherheit zu bringen. Ach, was? Achtung, Achtung. Ich komme in friedlicher Absicht. Der Apparat, das Kästchen, das hat schon wieder gesprochen. Erschrecken Sie nicht, wenn ich jetzt aus dem Raumschiff steige.
Ich sehe nämlich etwas anders aus, als man es hier gewohnt ist. Besuch aus dem Weltraum. Es ist nicht zu fassen. Die Tür am Raumpfiff öffnet sich. Der Mann vom anderen Stern. Der Mann vom anderen Stern. Aus der Tür des Raumschiffes trat eine weiß gekleidete Gestalt. Sie bestand aus einem riesengroßen Kopf und der saß auf einem winzigen Körper mit winzigen Ärmchen und Beinchen. Der Schöpf verbeugte sich. Dies Ella Zürgek. Seid alle gegrüßt. Ich bin ein Neschnemkopf. Mein Name ist Otto. Ja, ich bin Professor Habakuk Tibaton. Ich bin Ping Pinguin. Ich bin Wutz. Ja, und ich bin das Urmel. Und ich bin Silfon. Ich, Neschnemkopf Otto, komme von dem Stern hinter der Sonne und bringe gute Nachricht. Gute Nachricht vom Stern hinter der Sonne. Vom Stern hinter der Sonne. Wir Neschnemköpfe sprechen die gleiche Sprache wie die Menschen, nur umgekehrt. Mit meinem Übersetzungscomputer ist es mir möglich, in der Sprache der Menschen zu sprechen und diese auch zu verstehen. Der Name meines Raumschiffes Aret ergibt von rückwärts gelesen das für die Menschen verständliche Wort Terra. Oh ja, nun ja, das ist ganz einfach. Ja, wenn man es weiß. Aifteksereth Lemru, das heißt zum Beispiel, wie geht es dir, Urmel? Ja, mir geht es gut. Wie geht es dir? Auch gut, danke der Nachfrage. Bitte sehr. Aber in meiner Sprache würde man sagen, Rimtekzetuk. Wie ihr seht, ist unsere Sprache wirklich ganz einfach. Ja, gewusst wie. Alles ist einfach, wenn man es ergründet, weil man mit Wissen die Lösung leicht findet. Ja. So, liebe Tiere, jetzt begrüßen wir doch gleich einmal alle Neschnemkopf Otto in seiner Sprache. Oh ja, fein, aber das machen wir. Ja, nun, ich sage es erst einmal vor. Guten Tag, Otto, Netuk Gat Otto. Netuk Gat Otto. Das ist einfach und lustig. Wir sprechen alles von hinten nach vorne. Und schon sprechen wir die Sprache vom anderen Stern. Ja. Und das ist nicht einfach, sondern Pflim. Da muss man ja völlig umdenken bei der Sprache vom anderen Fern. Ich glaube, ich habe vorhin einen Knoten im Gehirn. Pinguin hat hinter seiner Stirn einen Knoten im Gehirn. Urmel hat gedichtet. Pinguin hat hinter seiner Stirn einen Knoten im Gehirn. Pinguin hat hinter seiner Stirn einen Knoten im Gehirn. Wollt ihr wohl still sein? Warum? Ihr singt alberne Verse, während uns große Ereignisse bevorstehen. Neschnemkopf Otto kommt doch nicht extra von seinem Stern hinter der Sonne, um sich einen Urmelreim anzuhören. Ach, lassen Sie nur, Professor. Ich finde den Urmelreim ganz lustig. Neschnemkopf Otto, wie heißt denn nun eigentlich Ihr Stern? Arutuf. Die Menschen würden natürlich Futura sagen. Arutuf, Futura. Nun ja, Futura ist das lateinische Wort für Zukunft. Von einem Stern dieses Namens habe ich noch nie etwas gehört. Das wundert mich nicht, Professor. Futura und die Erde kreisen beide um die Sonne und würden sich genau gegenüberstehen, wenn die Sonne nicht dazwischen wäre. Also kann man von der Erde aus Futura nicht wahrnehmen. Umgekehrt dürfte es aber doch genauso sein. Richtig, Professor.
Aber wir Neschnem-Köpfe sind den Menschen um Jahrhunderte voraus und dank unserer höher entwickelten Technik wissen wir von euch. Oh, tatsächlich? Ja, wir wollten schon lange Verbindung zu den Menschen auf der Erde aufnehmen, aber nur zu Ihnen, Professor, haben wir genügend Vertrauen. Wir laden Sie ein, uns mit Ihren Tieren zu besuchen. Ich? Ich? Ich soll einen Besuch auf Futura machen? Ich mit meinen Tieren? Ja, ich würde ja gern, aber wie? Das ist alles vorbereitet. Ich habe für alle passende Raumanzüge mitgebracht. Ui, auch für mich? Auch für dich, Urmel. Auf dich ist man ja schon ganz besonders neugierig auf Futura. Ui, ja, habt ihr es gehört? Auf mich ist man besonders neugierig? Ja, ich bin auch das aller einzigste Urmel auf der ganzen Welt. Ach du Urmel, gib doch nicht so an. Wo wärst du denn, wenn wir dich nicht ausgebrütet hätten? Dann wäre ich, ja, wo wäre ich denn dann eigentlich? Dann wärst du immer noch in deinem Ei im Eisberg und würdest irgendwo auf dem Ozean treiben und von unserer schönen Insel keine Ahnung haben. Ja, und dann hätte dich der Mann vom anderen Stern jetzt nicht einladen können. Ja. Streitet doch nicht, sondern kümmert euch um die Raumanzüge. Wir müssen für die Raumfahrt trainieren. Ja, was gibt es denn da zu trainieren, Professor? Die Schwerelosigkeit gibt es zu trainieren. Die Bewegung im schwerelosen Zustand. Los, mach voran! Jetzt machen wir. Neschnem-Kopf Otto brachte die Kiste mit den Raumanzügen. Verschieden große Bündel aus hellem Kunststoff lagen sorgfältig zusammengefaltet darin. Dazu passende Plexiglashelme. Jedes Bündel war mit einem Namen beschriftet. So fand jeder gleich den für ihn bestimmten Anzug. Unter Neschnem-Kopf Ottos sachkundiger Anleitung schlüpften alle in die Raumanzüge und begannen mit dem Training. Alle außer Seelefant. Er wollte nicht mitkommen. Planeten und alles Technische interessiere ihn nicht, so sagte er, besah sich kopfschüttelnd seine Freunde in den unförmigen Anzügen, drehte sich um und schwamm mit kräftigem Flossenschlag zu seinem Felsenriff vor der Insel Titivu. Einsam wie immer sang er seine traurig schönen Lieder auf das weite Meer hinaus. Professor Habakuk Tibaton, das Urmel, Pinguin und die anderen übten eifrig. Die Tage vergingen und dann war es soweit. Der Start ins Abenteuer begann. Die Passagiere begaben sich an Bord von Terra 1. Neschnem-Kopf Otto nahm am Steuerpult Platz und schaltete die Apparaturen und Messgeräte ein. Hunderte von Lichtsignalen blinkten auf und die technischen Instrumente begannen zu arbeiten. Achtung, Achtung, Start klar, alles bleibt in den Sesseln. Ich überprüfe die wichtigsten Funktionen. Luftdruck 1000 Millibar plus minus 13. Sauerstoff 18,5% plus minus 0. Aggregat zündet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das Raumschiff war nun unterwegs zum anderen Stern hinter der Sonne. Futura aber war noch weit. Viele Stunden flog das Raumschiff mit seinen Passagieren durch das All
und entfernte sich immer weiter von der Erde. Plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Das Raumschiff geriet in einen Meteoritenschwarm und Meteoritenstaub legte sich auf die Fenster. Wutz, die Schweinedame, die Staub nicht ausstehen konnte, stieg unbemerkt aus dem Raumschiff in den Weltraum, um den Staub von den Fensterscheiben zu wischen. Unter gefährlichsten Manövern gelang es Näschen im Kopf Otto und Tim Tintenklecks, Wutz wieder aus dem All ins Raumschiff zurückzuholen. Ohne weitere Schwierigkeiten erreichten sie dann den Mond. Näschen im Kopf Otto landete das Raumschiff weich und sicher auf der Mondoberfläche. Alle legten nun ihre Raumanzüge an. Näschen im Kopf Otto gab über Funk die nötigen Anweisungen zum Aussteigen. Achtung, Otto, an alle! Ich öffne jetzt die Luftschleuse. Eine letzte Kontrolle, denn wir können uns auf dem Mond nur mehr über Funk verständigen. Könnt ihr mich alle in euren Helmen hören? Ja. Wir können hören. Gut, dann steigen wir aus. Wir haben jetzt Zeit für einen kurzen Mondspaziergang. Entfernt euch aber nicht zu weit von unserem Raumschiff. Nein. Das ist ein Moment. Professor Habakuk Tibatong mit seinen Tieren auf dem Mond. Wer hätte das jemals gedacht? Überwältigend ist der Anblick. Was soll denn da überwältigend sein? Nichts als Staub und Steine. Ich glaube, du hast das Großartige dieses Augenblicks noch nicht begriffen, Urmel. Doch, Urmel begreift alles. Staub und Feine finde ich auch nicht Föhn. Man findet hier sicher auch keine Muffel. Aber Föhn ist, dass man auf dem Mond so große Sprünge machen kann. Ja, das bewirkt die Anziehungskraft des Mondes, Pinguin. Sie ist viel geringer als die Anziehungskraft der Erde. Hoppla, jetzt hätte ich beinahe das Gleichgewicht verloren. Hui, Pinguin, auf dem Mond darfst du nichts verlieren, denn wer weiß, wann wir wieder hierher kommen. Quatsch, Urmel, Gleichgewicht heißt Körperbalance und man kann kein überhaupt... Quatsch, Urmel sagt, wenn man etwas verliert, ist es futsch. Das hat König Futsch schon gesagt und der hat damals sein Königreich verloren. Ach, König Futsch, König Fupf, das ist doch ganz etwas anderes. Hör einmal, Urmel, es ist keine Pfande, wenn du das... Pfande, das heißt Schande. Pfande oder Pfande, das bleibt sich doch gleich. Nichts bleibt sich gleich. Kann sich ja nicht gleich bleiben, wenn du nur endlich lernen würdest, deine Sch. Pinguin und Urmel zankten sich noch eine Weile hin und her, dann gingen sie voneinander, jedes in eine andere Richtung. Das Urmel spazierte von einem Mondkrater in den anderen, um vielleicht doch noch etwas Besonderes zu entdecken. Plötzlich forderte Näschen im Kopf Otto alle zum Einsteigen auf, weil er fremde Funksignale aus dem All empfangen hatte. Alle stiegen wieder ins Raumschiff. Alle außer Urmel. Es befand sich gerade in einem tiefen Mondkrater und konnte die Aufforderung zum Einsteigen nicht empfangen, weil sich die Wellen ihrer Funkgeräte nur geradlinig fortpflanzten. In seiner Aufregung über die fremden Funksignale, die besagten Rakete von der Erde nähert sich dem Mond, startete Näschen im Kopf Otto Terra 1, ohne sich noch einmal von der Anwesenheit aller Passagiere zu überzeugen. Terra 1 entfernte sich immer weiter vom Mond und schwirrte ins All hinaus, während das Urmel im tiefen Mondkrater herumkrabbelte, nichts ahnend, dass es sich nun mutterseelenallein auf dem Mond befand. Kleines Urmeltier und suche auf dem Monde hier ein schönes zweites Urmel mir. Oh,
wo sind denn eigentlich die anderen? Das Raumschiff, der Professor und der Näschen im Kopf, Otto? Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Wo seid ihr denn? Niemand hört mich. Ich bin allein? Ui, ganz allein auf dem Mond. Ach, oh, lieber Gott, ich bin so klein. Lass mich bitte nicht allein. Rette mich von diesem Mond, wo kein anderes Wesen wohnt. Lieber Gott, was soll ich jetzt bloß tun? Oh je, lieber Gott, was soll ich jetzt bloß tun? Das Urmel jammerte und betete wieder, und dabei kullerten ihm ein paar dicke Tränen über die Backen. Seine Freunde im Raumschiff merkten erst sehr spät, dass sie das Urmel vergessen hatten. Doch gleich änderten sie die Fahrtrichtung im All und gingen auf Gegenkurs Richtung Mond. In der Zwischenzeit entdeckten die Astronauten Bill und Joe, die mit einer Mondrakete von der Erde aus auf den Erdtrabanten kamen, das Urmel. Sie glaubten, einem Mondgespenst begegnet zu sein. Welch ein Schreck! Bill fotografierte das seltsame Wesen, dann rasten die Astronauten zu ihrer Rakete zurück und zündeten eilig die Triebwerke. Das Bild des Mondungeheuers konnte man später in den Zeitungen der ganzen Welt sehen. Alle Menschen staunten. Das Urmel wurde von seinen Freunden wieder an Bord des Raumschiffs geholt und dann flog Terra 1 ohne weiteren Aufenthalt Futura entgegen. Werden wir auf Futura landen. Achtung, alles festhalten. Wir tauchen in die Lufthülle des Planeten ein. Oh, oh, die Erschütterung ist ja gewaltig. Bei der Mondlandung, da hatten wir doch diese Erscheinung nicht, oder? Richtig, Professor. Das lag an der fehlenden Atmosphäre. Ach so. Achtung, Landung. Wir sind gelandet. Willkommen auf Futura. Werde ich jetzt fotografiert, wenn ich aussteige? Nein, Urmel. Das Fotografieren kennen wir längst nicht mehr. Das Fernsehen hat jede andere Art der Bildübermittlung verdrängt. Keine Reporter und keine Kameramänner werden uns auf dem Flughafen empfangen. Alles wird von einer Zentrale ausgesteuert. Durch Fernsehaugen aufgenommen und über die Sendezentrale wird unsere Ankunft vollautomatisch auf die Bildschirme übertragen. Die Ausstiegsluke von Terra 1 öffnete sich und alle verließen das Raumschiff. Von Näschen im Kopf Otto wurden der Professor und seine Freunde mit einem Flugmobil in ein schwebendes Haus innerhalb des Forschungsgeländes gebracht. Für die Zeit des Aufenthaltes auf Futura sollte das Futura-Schwebehaus ihr Wohnsitz sein. Anim, ein sehr eigenartiges Wesen mit 2 Köpfen und 8 Armen, gehörte zum Schwebehaus als Haushälterin. Auf Futura gab es 2 Arten von Neschnems. Die Neschnem-Köpfe und die Neschnem-Bäuche. Die Neschnem-Bäuche sind verhältnismäßig dumm und gefräßig und leben meist vom Reichtum ihrer Vorfahren. Die Neschnem-Köpfe sind klug und fleißig, die Neschnem-Bäuche dagegen
ausgesprochen faul. So wie es bei den Neschnem-Köpfen einen Oberkopf gab, so gab es bei den Neschnem-Bäuchen einen Oberbauch. Neschnem-Oberbauch-Boban. Auf der Erde hätte Boban den Namen Nabob getragen, ein Wort, mit dem man bei uns die sagenhaft wohlhabenden Leute bezeichnet. Der Neschnem-Oberbauch hatte eine Frau, die Arabrap hieß und die er zärtlich Wampe nannte, sowie eine Tochter mit Namen Alol, was bei uns Lola geheißen hätte. Alol war ein wenig aus der Art geschlagen. Sie hatte den für einen Neschnem-Bauch seltsamen Wunsch, etwas zu lernen, und wollte ganz und gar nicht faul sein. Sie wollte ein Neschnem-Kopf werden. Für den Neschnem-Oberbauch eine schreckliche Idee. Der ungeheuer dicke Neschnem-Oberbauch und seine Gattin Arabrap saßen gerade im Park ihres Landhauses am Ufer des Lettim-Meeres und unterhielten sich. Übrigens, hör einmal, liebe Wampe, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, in unseren Speisezettel ein wenig Abwechslung zu bringen. Wie meinst du das, Boban? Na, wenn ich so an diese Wutze denke, hast du denn nicht die Fernsehübertragung mit den Erdbewohnern gesehen? Doch, doch, Boban. Na und? Wie wäre es denn einmal zur Abwechslung mit einem echten Schweinebraten? Oh. Die täglichen Fleischersatzfrüchte, das hält doch auf die Dauer kein Neschnem-Bauch aus. Eine köstliche Idee, Boban. Schweinebraten, wie in der guten alten Zeit. Ja, und da ist noch so ein Urmel im Babyalter, ein Tier aus der Urzeit. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt, aber gerade das reizt mich. Vielleicht ist es eine besondere Delikatesse. Vielleicht werde ich zum Schöpfer eines neuen Gerichtes, Urmel à la Boban. Nicht schlecht, das gefällt mir ausgezeichnet. Könnte man aus der Urmelhaut nicht einen eleganten Mantel für mich schneidern? Das wäre doch bestimmt ein einmaliges Stück. Warum nicht, liebe Wampe? Wir werden das Schwein und das Urmel zu uns locken. Sehr schön. Aber wie, Boban? Aber liebe Wampe, ich bin doch nicht umsonst Oberbauch und reichster aller Meschnem-Bäuche. Ich habe doch überall Verbindungsleute. Hör nun einmal Der zu. Der Oberbauch erklärte seiner Gattin Arabrap, wie sie es anstellen wollten, Wutz und das Urmel in ihre Gewalt zu bekommen. Wutz hörte gerade in ihrer Schlafkoje bereits das 1002. Märchen aus dem automatischen Märchenerzählgerät und das Urmel, das zusammen mit Wutz ein Zimmer im Futura-Schwebehaus bewohnte, war gerade eingeschlafen und träumte von 1000 kleinen Urmeln. Da summte der Bildtelefonapparat. Ach! Das dumme Ding hat mich jetzt geweckt. Wutz, da will jemand etwas von uns. Das wird vielleicht der Schweineprinz sein. Wie funktioniert das bloß? Ob ich mal die rote Taste drücke? So drück doch schon, Wutz. Eine schöne Dame. Über und über mit Schmuck behängt. Sind Sie etwa die Fee Zimberin Bimba? Du kannst mich ruhig so nennen. Und was verschafft uns die Ehre Ihrer Erscheinung? Ihr dürft euch etwas wünschen. Ui, da wünsch ich mir gleich noch ein Urmel. Wie gut sich das trifft. Dieser Wunsch lässt sich leicht erfüllen. Nur eine Bedingung ist dabei. Ja, und die wäre? Niemand darf etwas von dem erfahren, was ich euch jetzt verrate. Nein, von uns erfährt niemand was. Dann ist es gut. Nun, hört mir zu. Ihr müsst Folgendes tun. Die vermeintliche Fee Zimberin Bimba war niemand anders als die Gattin des Oberbauchs, die Wutz und Urmel nun die tollsten Versprechungen machte.
Am nächsten Morgen, als Näschen im Kopf Otto seinen Gästen die Wunderfruchtplantage zeigte, in der die seltsamen Allfruchtbäume wuchsen. Auf den Allfruchtbäumen wachsen zu allen Jahreszeiten sämtliche bekannten Früchte auf einem Ast nebeneinander. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Tomaten, Nüsse, Orangen, Zitronen und so weiter und so weiter. Da entfernten sich Wutz und Urmel ganz unauffällig von der Führung. Während der Professor bewundernd von einem Baum zum anderen schritt, schlichen sich Wutz und Urmel im Schutz der Bäume durch das Forschungsgelände und zum Tor hinaus. Sie wurden bereits von einem Mann in einem bunt lackierten Flugmobil erwartet. Es war Mixam, der dicke Meisterkoch des Neschnem Oberbauchs, der nun Wutz und Urmel zum Landgut des Dicken brachte. Willkommen, willkommen, Wutz und Urmel. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich weiß niemand etwas, dass... Nein, nein, wir haben uns ganz unbemerkt davon geschlichen. Ja, ja, keiner weiß, wo wir hin sind. Dann ist es gut. Unsere Überraschungen sind auch nur für euch beide bestimmt. Ja, nur ihr beide seid von uns auserwählt. Wir sind auserwählt. Hast du gehört, Wutz? Wir sind auserwählt. Ja, ich sagte ja schon immer, dass wir etwas Besonderes sind. Ja, und ob, wie du ja siehst und hörst, etwas ganz Besonderes. Ja, das kann man wohl sagen. Ihr habt beide hervorragende Figuren. Die anderen sagen immer, ich wäre zu fett und sollte eine Abmagerungskur machen. Ja, aber nicht doch, ganz im Gegenteil. Die Rundungen müssten noch mehr betont werden. Meinst du nicht auch, liebe Wampe? Ja, natürlich. Da werden wir gleich ein wenig nachhelfen. Hörst du, Urmel? Ich sagte ja immer, die dicken Leute sind am freundlichsten. Ja, und wo ist nun das zweite Urmel? Habt noch ein wenig Geduld. Ja, wir müssen erst noch alles vorbereiten. Ah, ja. Ach so. In der Zwischenzeit macht es euch bequem und tut etwas für eure Figuren. Ja. Ich lasse sofort etwas auftragen. Ui, bitte, Boban, drück doch mal die Knöpfchen. Ja, natürlich. Knöpfchen. Neschne im Oberbauch Boban drückte an ein Knöpfchen an seinem Anzug. Er hatte eine ganze Knopfleiste, dort, wo Generäle gewöhnlich Orden tragen, und gleich stiegen zwei bequeme Liegestühle aus dem Kunststoffrasen auf. Er drückte ein anderes Knöpfchen und ein großes Schwimmbecken öffnete sich. Und wieder eins und ein Sonnenschirm wuchs aus dem Boden. Und wieder eins, da öffnete sich eine Klappe an der Hauswand und ein Förderband schob sich heraus, das genau vor Wutz und Urmel endete. Lautlos begann es sich zu bewegen. Rüben, Kohlköpfe, Bananen, Orangen, Milch in Plastikbechern, Pralines, all das rollte langsam auf Wutz und Urmel zu. Oh, du geschabte Kartoffel, sowas hat man noch nicht gesehen. Wir sind wohl mitten in das Schlaraffenland geraten. Urmel, greif zu, Urmel, greif zu. Ei, Wutz, das sind die schmackhaftesten Bananen, die ich je gegessen habe. Ah. Hast du schon von den Rüben gekostet? Ja. Oh, köstlich, sage ich. Ja. Einfach aber, köstlich. Aber wann kann ich nun das andere Urmel sehen? Unser liebes Urmel wird nicht nur eine Urmeline zu sehen bekommen, sondern viele. Viele Urmel? Ja, wie viele denn? Viel mehr, als es zu träumen wagt. Oh ja. Aber noch etwas Geduld. Die Vorbereitungen dauern. Morgen oder übermorgen wird es soweit sein. Morgen oder übermorgen? Da müssen wir aber dem Professor Bescheid sagen. Sonst macht er sich Sorgen um uns. Das ist schon geschehen. Ich habe mit ihm bereits televisioniert. Übrigens, schöne Grüße lässt er euch ausrichten.
Die Lügen des Oberbauchs beruhigten Wutz und Urmel freute sich wie ein Kind auf die Geburtstagsüberraschung. Beide fütterten nun tüchtig zu und fühlten sich herrlich. Der Oberbauch und seine Gattin entschuldigten sich und überließen Mixam, ihrem Meisterkoch, die Unterhaltung mit Wutz und Urmel. Neschnem, Oberbauch Boban und seine Gattin gingen in ihr mit knallbunten Plastikmöbeln ausgestattetes Wohnzimmer. Nun hör mal, Wampe, wie kannst du dem Urmel versprechen, dass es bald viele Urmeltiere zu sehen bekommt, wo wir doch nicht ein einziges davon haben? Papa, lass mich nur machen. Na, da bin ich aber gespannt. Aber mach, was du willst. Das mache ich sowieso. Lass uns jetzt eine große Urmel- und Schweinebratenparty planen. Wir wollen alle wichtigen Neschnem-Bäuche dazu einladen. Lade ein, wen du willst. Aber vergiss keinen, der beleidigt sein könnte, liebe Wampe. Die Fürstin von Okanom rufe ich gleich als Erste an. Hola, hola. Reizi a Izirtap nov Okanom. Hola. Eniem etz bei Nidnuerf. Chi etchum chit uts renie itap nedalni. Oh, Nief. Die Oberbäuchin lud alle wichtigen Bäuche, soweit sie glaubte, dass sie wichtig seien, zur Urmel-Schweinebraten-Party ein. Sie benutzte dabei natürlich die Sprache ihres Sterns und nicht den Übersetzungscomputer für die Verständigung mit Menschen vom Erdplaneten. Als sie endlich alle eingeladen hatte, lud sie alle wieder aus, denn der Oberbauch hatte überlegt, wie wenig für sie persönlich von dem ganzen Festessen bleiben würde, wenn die über 200 geladenen, gierigen Gäste zur Party kommen. Die Bauchfürstin von Okanom war über die Ausladung so maßlos verärgert, dass sie dem Professor das Vorhaben des Neschnem-Oberbauchs, das Urmel und Wutz zu schlachten, verriet. Alle waren über diese Nachricht bestürzt. Doch wie sollten sie helfen? Die Bauchfürstin hatte ihnen nicht mitgeteilt, wo das Schlachtfest stattfinden sollte. Genau in diesem Moment zeigte die Oberbäuchin unserem Urmel die vielen anderen Urmel. Sie führte Urmel in ein Badezimmer mit vielen, vielen Spiegeln. Anfangs war das Urmel begeistert, so viele Brüder und Schwestern zu sehen. Aber welche Enttäuschung, als es merkte, dass jedes einzelne Urmel immer wieder nur sein eigenes Spiegelbild war. Alol, die Tochter des Oberbauchs, befreite das Urmel aus dieser schlimmen Situation. Sie schnallte sich ihre Flugdüse um und schwebte zu Professor Tibaton. In der Zwischenzeit aber hatte der Neschnem-Oberbauch eine vollautomatische Schlachtanlage aus dem Museum per Lufttransport kommen lassen. Nun lockte er Wutz und Urmel unter dem Vorwand, die Riesenmaschine sei ein Raketenomnibus, der sie zu Professor Tibaton bringe, in die Schlachtanlage. Kaum waren die beiden durch die Tür, schnappte diese zu und die Schlachtautomatik schaltete sich durch Unterbrechung eines Lichtsignals ein. Die Maschine begann zu arbeiten. Wutz und Urmel wurden von einem Fördermechanismus erfasst und in einen Vorreinigungsraum geschoben, aus Düsen mit heißem Wasser bespritzt und mit Bürsten geschrubbt. Doch ehe sie unter die Hackmesser kamen, holte sie der Professor aus der Schlachtanlage. Alol hatte nämlich den Professor und seine Freunde gerade noch rechtzeitig mittels Flugdüse herbeigeschafft. Der Oberbauch, seine Gattin und Mixam, der Meisterkoch, hatten vorerst von der Befreiung nichts gemerkt, denn sie standen am anderen Ende des Monstrums vor der Klappe Fleischausgabe und warteten gierig auf die ersten Portionen. Was ist nun? Die Maschine steht plötzlich still. Plötzlich still, ein Defekt. Wir müssen nachsehen. Kommt mit zum Eingang, kommt mit. Kaum zum Eingang, kommt. Dass etwas funktioniert, wird einem durch einen Defekt alles wieder verdorben. Ein Defekt. Geh hinein, Boban, und sieh zu, dass sie wieder läuft. Nein. Mixam soll hineingehen. Mixam, er versteht das sicher besser als ich. Nein, ich gehe nicht allein. Kommen Sie nur mit, Oberbauch.
auch. Vielleicht müssen wir einige Zahnräder bewegen. Ja, Zahnräder. Allein bin ich sicher nicht stark genug, die Räder in Gang zu bringen. Dann komm auch gleich mit. Ja, bitte, Wampe. Bitte, alle. Also los, alle drei. Drei, hinein, alle drei, hinein, 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 hinein. Komm, drei, alle drei. Hilfe! Hilfe! Das Räderwerk hat mich erfasst! Hilfe! Oh, mich auch! Hilfe! Oh, heißes Wasser! Oh, mein Hilfe! Gott, ich verwerfe das Gürtel! Abstellen! Abstellen! Rauflassen! Rauflassen! Hilfe! Die Maschine ratterte und der Fördermechanismus lief und schob den Oberbauch, die Oberbäuchin und Mixam, den Meisterkoch, immer weiter durch die Schlachtanlage, durch die Vorreinigungskammer, durch die Nachreinigungskammer, immer näher den Hackmessern entgegen. Der Professor, Tim Tintenklecks, Näschen im Kopf Otto und die Tiere schauten durch seitliche Guckfenster in die Schlachtmaschine. Kurz vor der Hackkammer bat Alol den Professor, die Maschine doch abzustellen, denn immerhin waren es ja ihre Eltern, die in der Schlachtanlage zitterten und schwitzten und kurz davor waren, zu Hackfleisch verarbeitet zu werden. Der Professor stellte die Maschine ab. Bitte, 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 lasst uns doch bitte heraus. Wir versprechen alles. Ja, alles. Bitte, ich verspreche nie wieder ein Stück Fleisch zu essen. Und ich verspreche nicht einmal mehr daran zu denken. Bitte, bitte rauslassen. Rauslassen. Und Wutz, wollt ihr ihnen verzeihen? Ja, bitte verzeiht uns. Na gut, wir wollen keine Untiere sein. Also, ihr versprecht, nie mehr wieder solche Dummheiten zu machen? Nein. Und außerdem eure Tochter Alol etwas Vernünftiges lernen zu lassen? Ja. So, als wäre sie ein Neschnem-Kopfkind. Wir versprechen es alles. Gut. Dann aber noch einmal rückwärts durch die Waschanlage. Nein, damit ihr euch euer Versprechen auch merkt. Ja, noch einmal durch die Waffenanlage. Nein, ja, noch einmal. Hilfe! Hilfe! Neschen im Kopf Otto schaltete die Maschine auf Rücklauf und die drei Neschen im Bäuche wurden noch einmal tüchtig mit heißem Wasser bespritzt und mit Bürsten geschrubbt. Klitschnass und rot gebürstet kamen sie aus der Schlachtanlage. Nachdem die Oberbäuche ihr Versprechen noch einmal wiederholt hatten, schwirrten alle mit den auf die Rücken geschnallten Flugdüsen wieder ab. Neschen im Kopf Otto bereitete das Raumschiff Terra 1 auf den Rückflug zur Erde vor. Ehe nun der Professor und seine Tiere einstiegen, machte Neschen im Kopf Otto Pinguin noch eine große Freude. Am Fuße der Aluminiumtreppe stand etwas, auf das Pinguin mit einem Schrei des Entzückens zuwatschelte. Oh, eine Riesenmupfel! Eine Riesenmupfel! Muschel! Ein Geschenk von mir für dich, Pinguin. Eine aus Kunststoff geschäumte Muschel. Ein Gepfänk für mich. Eine aus Kunststoff geschäumte Mupfel. Muschel. Danke, Föhn. Neffnem Kopf, Otto. Danke, Föhn. Danke, Föhn. Pinguin war überglücklich. Damit waren aber Neschen im Kopf Ottos Überraschungen noch nicht zu Ende. Dem Professor schenkte er einen Apparat, den er Erdwolf nannte. Ein Gerät, das mittels Laserstrahlen jedes Gestein aufschmelzen konnte. Und dem Urmel versprach er, den ganzen Weltraum nach einem zweiten Urmel abzusuchen. Die Geschenke wurden nun an Bord gebracht und dann startete Terra 1. Und ohne Zwischenlandung auf dem Mond ging es zurück zur Erde.